Du wirst jetzt noch die Judith anrufen. Ich werde mich daneben setzen und wirst mit ihr einen Termin vereinbaren zum Joggen. Los. Ja. Zack. Mach das jetzt. Ich will jetzt nicht mehr mit dir diskutieren. Jetzt soll ich auch noch joggen gehen. Hallo, was soll das denn? Ich hab mir doch extra das Gerät geholt. Ich mach doch Sport. Hi. Hallo. Na, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Und dir? Ach ja, auch ganz gut. Hör mal, hast du Lust, joggen zu gehen? Joggen? Das soll ja wohl ein Witz sein, als ob du joggen gehst. Ja, ich und joggen, ich weiß. Ich hab Marianne hier sitzen und die macht da so ein bisschen Druck und... Also jetzt echt ernsthaft? Ja, hast du Lust? Dann habe ich Judith angerufen und die geht jetzt mit mir joggen. Ich bin ja mal gespannt, was das gibt. Judith kommt mit. Super. Und ihr werdet viel Spaß haben, glaubt mir das. Ja. Aber weißt du, was du machen musst? Direkt nach dem Joggen wirst du mich anrufen und wirst mir erzählen, wie weit und wie viel und wie es dir Spaß gemacht hat. Versprichst du mir das? Ja, mache ich. Okay. Versprochen. Ich will das alles genau wissen. Einer muss ja schließlich auf sie aufpassen. Auch rein. Ach ja, hab eh keine Lust mehr. Uff. Judith war ja auch schon froh, dass ich dann meine Powerriegel dabei hatte und wir zwischendurch mal ein bisschen Kraft tanken konnten. Ich kann nicht mehr. Ehrlich nicht. Ja, wir müssen aber nur ein bisschen. Nein, das heißt doch, am Anfang soll man langsam anfangen und sich dann steigern. Ja, aber langsam anfangen heißt nicht 100 Meter laufen und dann ist Schluss. Ja, warum, wenn ich doch gerade nicht mehr schaffe? Ja, aber das bringt doch gar nichts. Da kannst du einmal durch die Wohnung laufen. Ja, dann machen wir morgen halt 200. Oder 150. Oh Gott, nein, wir laufen gleich noch ein bisschen. Wenn es dann sein muss. Ja, es muss sein. Na gut. Okay. Nee. Komm, ich helf dir hoch. Ach, boah, nee. Ach, komm schon. Ich helf dir. Ich bleib jetzt hier. Ach, nee. Das kleine Stück war das noch. Nee, ich kann nicht mehr. Boah, das letzte Stück, das war aber auch anstrengend. Da musste ich mich dann einfach ins Gras sinken lassen. Ich musste auch was für meinen Blutzuckerspiegel tun. Durch die ganze Anstrengung war der ganz schön im Keller. Wo hast du den Müsli-Riegel eigentlich her? Du hast da eben nur zwei. Ja, den habe ich noch an der Seite stecken gehabt. Aha. Ich kann ja nicht wissen, die ist ja nicht brauchen. Als Domme dann die Müsli-Riegel hervorgezogen hat, da habe ich echt gedacht, ich gucke nicht richtig. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Außerdem, die waren ja schon ganz weich, das war schon ganz eklig. Dann einfach mal da hochgehen. Können ja ganz langsam gehen. Wohin? Da auf die Bank. Ah, okay. Komm, ich helfe dir hoch. Ah, warte. Hallo Marianne. Hallo Domme. Wir waren gerade joggen. Und wie war es? Erzähl. Oh ja, ganz gut. Ganz gut. Wir haben eine ganze Menge geschafft. Wie viele Kilometer seid ihr denn gelaufen? So drei ungefähr. Oh, drei? Ja, super. Für den Anfang finde ich das toll. Ja, ne? Finden wir auch. Hör mal, ich habe dich heute Nachmittag und noch für Wassergymnastik angemeldet. Da müssen wir beide hin. Ich komme dann später mit der Kleinen nach und gucke mir das Schauspiel mal an. Was hältst du davon? Ja, super. Ja, wusste ich, dass du dich freust. Ja, toll. Ganz toll. Wo ist denn das dann? Wo muss ich denn dann hinkommen? Zum Schwimmbad. Ja gut, alles klar. Wann denn? Um 16 Uhr. Ja gut, alles klar. Ich freue mich. Ja, ne? Ja, ich mich auch. Bis später. Tschö. Dann sagt die mir am Telefon, dass sie direkt den nächsten Sporttermin klar gemacht hat für mich. Ey,
Wo soll das denn landen? Ich will doch nicht zu den Olympischen Spielen. Das könnte doch vielleicht die Gruppe sein. Wollen wir hingehen? Ja, das gehen wir mal hin. Komm. Wirklich zum Abnehmen ausgelegt war der Kurs ja jetzt nicht. Das waren ja nur Hungerhaken da. Okay, vielleicht haben die auch einfach schon ein bisschen zu viel Wassergymnastik gemacht. Hallo. Hallo. Ich bin die Marianne. Ich glaube, wir hatten telefoniert. Hallo, ne? Ja, genau. Wir machen halt Wassergymnastik. Dumme, ja. Hallo. Ja, lass uns loslegen. Wir sind heute eine kleinere Gruppe, weil Urlaubszeit ist. Und ich werde mir jetzt Leonie schnappen. Ja. Und werde mit ihr schwimmen gehen. Komm, wir gehen schwimmen. Mhm. Wir gehen Kinderschwimmen machen, ja? Brille, Leonie. Brille braucht die Leonie. Gucken wir gleich mal, ob wir eine finden, ne? Komm, wir beide gehen zum Kinderschwimmen. Dann geht einfach schon mal ins Wasser. Okay. Das hat sich Marianne ja toll ausgedacht. Mich da zum Sport zwingen wollen. Und sie macht sich einen richtig schönen Tag mit Leonie am Kinderbecken. Hallo, herzlich willkommen. Wir wärmen uns erstmal auf. Gedacht, das wird speziell abgestimmt, so Gymnastik fürs Wasser extra. Aber das war ja reines Aerobic, halt nur im Wasser. Aber im Wasser ist das durch den Widerstand doch alles viel schwieriger. Dominik, hoch, komm! Oh, nee, auf gar keinen Fall. Ey. Das ist doch nichts für mich. Was ist los, Dominik? Komm, mach weiter. Nee, nee. Ich glaube, es war zum Ende ein bisschen anstrengend für sie. Sie muss erst mal mit leichteren Sportarten anfangen, wie Walken oder so. Ich glaube, das macht ihr mehr Spaß. Light of fire.